Tag der Blankenburger Schönheiten. Barockgarten stand im Mittelpunkt. Mit einem Halali beendeten die Jagdhornbläser ihren Auftritt und eröffneten den Tag der Blankenburger Schönheiten, ein Fest für Gartenfreunde und Musikliebhaber. Offiziell begrüßt wurden die Gäste von der stellvertretenden Bürgermeisterin Laura Thiele und von der Leiterin des Blankenburger Tourismusbetriebes Stefanie Müller. Der Tag ist ein wunderbarer Anlass dafür, die Schönheiten Blankenburgs in den Mittelpunkt zu stellen und sie in all ihren Facetten zu zeigen. Wir befinden uns hier genau in einer der Blankenburger Schönheiten, nämlich in den barocken Gärten zwischen dem großen Schloss und dem kleinen Schloss. Also ein perfekter Ort, diesen Tag heute hier zu verbringen und auszuleben. Wir haben verschiedenste Schausteller da, verschiedenste Musiker, die uns heute den Tag verschönern werden. Und mein großer Dank gilt natürlich allen Organisatoren und Organisatorinnen, allen Musikerinnen und Musikern, die heute den Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Vielen Dank und ich hoffe, es gefällt allen und alle haben eine sehr schöne Zeit, tolle Begegnungen und tolle Gespräche. Zu den tatkräftigen Unterstützern der von der Stadt organisierten Veranstaltung gehörten auch in diesem Jahr wieder die Blankenburger Stadtwerke, die mit einem großen Stand vertreten waren. Also für uns als Stadtwerke ist es natürlich wichtig, die Stadt zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn Veranstaltungen stattfinden, die Stadt belebt und bunter gemacht wird. Und deswegen sind wir auch hier wieder mit dabei. Wir informieren, wir sorgen für Spiel, Spannung, Spaß an unserem Stand. Und wir haben gleich drei tolle Sachen mitgebracht. Und zwar haben wir einen Karikaturisten, bei dem sich unsere Besucher hier kostenlos zeichnen lassen können. Und wenn dann der kleine Hunger kommt, haben wir ein ganz neues Stadtwerke Waffeleisen. Wir nehmen dann freiwillige Spenden entgegen. Das kommt der Freiwilligen Feuerwehr in Blankenburg zugute. Und was Kleines zu spielen für die Kinder haben wir auch noch mit unserem heißen Draht. Da können die dann ein paar coole Spiele, Stifte und sowas gewinnen. 2018 wurde das Fest zum ersten Mal organisiert. Und seitdem ist es aus dem Blankenburger Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Der Sonnenschein versprach eine gute Voraussetzung für die Freiluftveranstaltung. Aber durch den kalten Wind lagen die gefühlten Temperaturen im einstelligen Bereich, sodass die zahlreichen Sitzgelegenheiten nur selten genutzt wurden. Traditionell zeichneten an diesem Tag die Mitglieder des Vereins Blankenburg blüht auf, auch die Teilnehmer der Aktion Schau in den Garten und andere Naturliebhaber aus. Zu den Ausgezeichneten gehörten Maika Sorge, die einen Preis für den schönsten Garten erhielt, sowie Dietmar Heinemann, die Kita Derenburg, Karin Volkmann aus Heimburg, Silke Zerwendka und Christa Grimme. Seit 2016 gibt es den Verein Blankenburg blüht auf. In Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen Zeitung und der Harzsparkasse sowie der Stadt Blankenburg werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihre Gärten zu öffnen und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu zeigen, welche Schätze sie dort haben. Ein Garten ist das Thema Schau in den Garten und 5 Gärten werden für das Thema Natur in dem Garten ausgezeichnet. Und diese Plakette Natur im Garten hat verschiedene Pflichtpunkte, die man erbringen muss, damit man dieses Schmuckstück eben auch am Gartenzaun haben darf. Dazu gehört naturnaher Pflanzenschutz, also Vermeidung von Chemie im Pflanzenschutz. Dazu gehört ökologisches Düngen, also auch hier ohne Chemiekeule, sondern ökologisch basiert. Und der Verzicht auf Torf. Und das ist das Oberste, was eingehalten werden muss. Und es wäre schön, wenn im nächsten Jahr mehr Blankenburger bereit sind, ihren Garten zu zeigen. Denn es zeigt doch, dass wir Blütenstadt sind. Und das sollten wir auch dokumentieren. Musikalische Unterhaltung, zum Beispiel vom Ensemble Iocus Vivendi vom Kloster Michaelstein, begleitete die Besucher durch den Tag, der viele Attraktionen für große und kleine Besucher bereithielt.